herzlich willkommen zu einem neuen Plan mit mir Video. In diesem Video benutze ich erstmalig unseren horizontalen Erin-Condren-Planer und ich muss euch sagen, es ist mir gar nicht so leicht gefallen. Aber hier will ich euch mal zeigen, was dabei rausgekommen ist. So, das ist das ganz normale Layout und dann habe ich mir erstmal ein paar Washi-Tape gesucht. Ihr seht einmal diesen gestreiften, dann einfarbigen dünnen. Und noch was Dünnes, mal gucken, was man davon alles so verwenden kann und will. Und ja, vor allen Dingen wo. Weil irgendwie ist das komplett anders aufgebaut, die horizontalen, da ist irgendwas dazwischen. Da ist es sehr viel einfacher zu nutzen. Hier dagegen ist es so, dass ich habe rechts und links diese Streifen frei. Da werde ich jetzt auch überall mein Washi-Tape hinkleben. Ich denke, also am Anfang, als ich den vertikalen zuerst hatte, war das Ganze ähnlich. Ich habe auch erstmal rumgefummelt, bis ich so, ja, so einen Arbeitsablauf für mich hatte. Mittlerweile ist das überhaupt kein Problem mehr. Ich weiß genau, was ich wie anordnen muss, damit ich ja, ein zufriedenstellendes Ergebnis bekomme. Hier dagegen ist es erstmal noch so, ja, so ein bisschen holprig alles, ne? Man muss erstmal gucken, was man wie klebt und wo überhaupt was hinpasst und wo ich die verschiedenen Bereiche, die ich in meinem Planer brauche, überhaupt reinpacke. Deswegen ja, fällt es mir nicht so ganz so leicht mit dem horizontalen Planer. Ich benutze den Rest des Washi-Tapes nochmal, nämlich oben kann ich den auch noch nehmen und schneide dann immer die Ränder wieder ab. Also ihr seht, so geht das doch relativ fix und der Effekt ist doch recht hübsch. Man hat nämlich ein ganz neues Aussehen oder man gibt dem Layout auch irgendwie was Neues, wenn man rechts und links einfach, ja, jetzt könnt ihr ja schon sehen, ein bisschen klebt und da seht ihr schon, wie das aussieht alles. Ich habe immer die oberen Streifen ausgelassen, damit das jetzt nicht so völlig verloren geht und einfach nur die verschiedenen Seitenstreifen gefüllt. So, zwei fehlen noch und dann habe ich die ganzen Wochentage abgeklebt. Da könnt ihr natürlich ganz verschiedene Farben benutzen. Ich habe jetzt erstmal irgendwie versucht, mich an diesem lila Ton zu halten, aber da alles irgendwie lila, blau und grün ist, ja, möchte ich natürlich auch nicht das ganze Jahr gleich dekorieren. Deswegen denke ich mal, wird sich das mit der Zeit auch ändern. Aber ich habe erstmal was genommen, was so einigermaßen dazu passt. Jetzt probieren wir mal dieses helle. Es ist so ein Blauton eigentlich. Schauen wir uns das mal an, wie das so aussieht. Und das hier unten hinklebe. Aber irgendwie, das gefällt mir so gar nicht. Da oben auch irgendwie nicht. Das war es irgendwie nicht, glaube ich. Ich versuche es nochmal hier abkleben, zukleben, drüber kleben. Aber irgendwie passt das nicht zum Rest oder ich mache den Streifen so viel breiter. Nee, wisst ihr was, kommt alles wieder weg. Und wir packen da mal die andere Farbe hin, und zwar nach unten, um zu gucken, wie das Ganze dann wirkt. Gefällt mir schon wesentlich besser. Ein bisschen mehr Kontrast. Was man hätte auch noch machen können, nur rechts und links so ein kleines Stück kleben und gar nicht so viel, nicht den ganzen Rand abdecken. Ja, aber so gefällt mir das. Werde ich das auch lassen. Also einmal das dunklere Blau, so ein Rauchblau und dann die Streifen am Rand. Das ist das, was ich als Washi-Tape nehme. Oben werde ich gar nicht viel hinkleben, weil da werde ich dann einfach so ein bisschen mit den Stickern dekorieren. Aber ich brauche auch diese, ja, Little Things oder To-Do-Things, die ich da irgendwie reinklebe, damit ich das Ganze ein bisschen ordnen kann. Wenn ich daraus einen Planer machen will, ich habe erst schon gedacht, das könnte so ein Scrapbook werden irgendwie, wo ich einfach nur so ein paar Fotos reinklebe und reinschreibe, wie so ein kleines Tagebuch, was ich am Tag gemacht habe. Ich versuche es jetzt erstmal so, vielleicht mache ich das in den folgenden Wochen. Und jetzt versuche ich es erstmal so, da wirklich irgendwie so einen Planer rauszumachen. Und dazu brauche ich immer diese Checklisten, die habe ich immer sehr gerne, weil da kann ich dann direkt reinschreiben, was ich alles machen will, muss, tun sollte. Klebe ich mal hier
die Checklist ein, aber dann nehme ich mir natürlich oben auch etwas Platz weg. Ja, ich glaube, da können wir es da doch sehr viel besser hinmachen. Einfach direkt neben dem Tag. Ihr seht, ich bin da noch sehr unsicher, was wie wohin kommt. Man sollte es kaum glauben, weil eigentlich macht das ja Spaß und sollte zur Entspannung sein. Aber ich fummel da mir jetzt so gerade noch richtig ein zurecht. Also wenn ihr damit auch nicht klarkommt, lasst es mich doch mal in den Kommentaren wissen. Aber ihr seht, es ist ganz normal. Selbst mit ein bisschen Planererfahrung werdet ihr nicht drum herum kommen, euch an dieses neue Layout in irgendeiner Art und Weise zu gewöhnen. Und das ist wirklich ein Gewöhnen an dieses neue Layout. Und das machen wir jetzt hier mal. Also auf jeden Fall meine Checklist, die brauche ich. Ansonsten weiß ich nämlich so gar nicht, was ich machen soll. Das Schöne ist, ich kann jetzt im Prinzip links und rechts daneben schreiben. Also habe ich einfach diese horizontale Spalte weiter aufgegliedert sozusagen. Ich werde das jetzt mal überall neben die Wochentage kleben. Und dann auch noch meine Little Things reinpacken. Da kann ich dann auch wieder oben und unten was hinschreiben und habe das so ein bisschen abgeteilt. Ja, unten braucht natürlich nichts, da ist so ein Notes-Bereich, aber der Rest der Woche, der braucht die Little Things. Braucht man sogar am Wochenende, habe ich festgestellt, weil irgendwas Kleines muss, kann man immer machen. Und die restlichen Checklisten kommen da auch noch rein. Ein bisschen doof mit den Wochentagen. Wie ihr seht, die sind halt einfach länger, deswegen muss ich das Ganze ein bisschen versetzen. Hätte man vielleicht direkt schon oben bedenken können und alles ein bisschen mehr nach rechts packen. Auf der anderen Seite nehme ich mir natürlich auch etwas Platz dann weg. Also wirklich eine Ermessenssache. Ihr müsst mal so ein bisschen da rumfummeln. Ja, und jetzt kommen die Sticker aus der Pfandkollektion. Das ist hier zum Beispiel für Einkaufen. Da ist so eine Dame mit einem Brot, mit so einem Baguettebrot. Finde ich recht niedlich, deswegen kommt die mal einfach dahin und zeigt, was man so machen muss, nämlich einkaufen. Und das mache ich meistens am Freitag oder auch mal am Anfang der Woche. Ich versuche immer so viele Lebensmittel einzukaufen, dass ich die Woche über genug da habe und nicht noch extra einkaufen muss. Das ist sehr praktisch, weil wer möchte schon jeden Tag irgendwie zum Supermarkt rennen. Ja, deswegen kommt die gute Frau da jetzt mal irgendwo in die Ecke. Ja, und jetzt wird erstmal hier wild dekoriert. Ich habe so viele schöne Sticker in der Fun-Kollektion und damit macht es auch richtig Spaß, hier alles so voll zu kleben. Das sind jetzt einfach TV-Boxen. Weiß ich gar nicht, wo die herkommen. Jetzt probiere ich mal die hier aus. Und dann muss ich dann, die sind für den vertikalen Plan, aber ihr seht schon, es passt nicht genau. Also müsste ich das schneiden oder irgendwie anders machen, mal hinkleben, mal gucken. Ansonsten kommt das gleich nochmal. Ja, ihr seht, ich plane schon zwei Einkäufe ein. Ja, und die restlichen Sticker, die sind wirklich alle aus der Fun-Kollektion, weil einfach mal so ein bisschen in den grauen Oktober ein bisschen Spaß rein muss. Und viel mehr mache ich da auch gar nicht, weil ich wollte eigentlich mal so ein schlichteres Layout, weil in dem vertikalen Planer ist es oft so, dass ich die ganzen Boxen voll klebe. Und hier wollte ich jetzt einfach nur mal so ein bisschen dekorieren. Natürlich auch die nützlichen Sticker reinpacken, aber nicht zu viel. Eigentlich schaue ich auch nur zwei TV-Sendungen in der Woche. Deswegen habe ich da nur zwei Sticker von. Oder sagen wir anders, ich erinnere mich dran und letztendlich mache ich es dann doch nicht. Aber ich habe sie immer in meinem Planer drin, weil am Sonntagnachmittag ist das eine schöne lange Sendung, die geht fast 4 Stunden. Kennt ihr bestimmt alles, Rosin. Und es gibt nichts Schöneres dabei, als sich dann am Tisch zu setzen und wirklich einfach
ganz in Ruhe zu planen. Ja, nichts Spektakuläres mehr hier. Es wird einfach nur so ein bisschen dekoriert. Die kleinen Bienen, die passen immer überall hin. Ne? Da kann man einfach ein bisschen gestalten. Aber ihr seht schon, es lohnt sich, in der Kollektion zu bleiben, weil dann gibt es das nicht so ein Durcheinander. Man hat dann einfach so einen kleinen Überblick, wie das Ganze aussieht und auch nicht zu viele Farben. Aber das ist natürlich komplett euch überlassen. Könnt ihr natürlich machen, was ihr wollt. Ja, egal was, es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und falls ihr auch Lust habt, tragt euch einfach, abonniert unseren Kanal und dann bekommt ihr wieder unsere Videos. Und ich würde mich riesig freuen, von euch zu hören und mit euch gemeinsam zu planen. Bis dahin, tschüss!